Ernsthaft, noch eine Videobotschaft? Braucht die Welt tatsächlich auch von mir eine Videobotschaft? Ich weiß es nicht, liebe Schülerinnen und Schüler, ob ihr diese Videobotschaft braucht. Ich brauche sie. Tatsächlich ist es so, dass ich euch sehr vermisse hier in der Schule. Das bunte Treiben in der Schule, die kleinen Begegnungen, das Hallo, Herr Pilgram, wie geht's Ihnen und umgekehrt, ist etwas, was mir in diesen Tagen doch sehr fehlt. Und ja, und deswegen habe ich mir gedacht, auch wenn das One Way ist und nur ich derjenige bin, der hier gerade redet und ich von euch keine Reaktion erwarten kann, ist es trotzdem so, dass es mir ein Bedürfnis war, euch auch auf diesem Weg noch zu erreichen. Für uns alle ist es eine Situation, die wir nicht kennen. Wir sind alle Lernende. Im Moment, weil keiner von uns kennt diese Situation und konnte sich darauf vorbereiten. Und das bringt uns zusammen. Das bringt Eltern, Lehrer, Schüler und auch Schulleitung zusammen, weil wir alle gemeinsam Lernende sind. Wir tasten uns vor. Wie gehen wir mit dieser Situation um? Wie können wir diese Situation gestalten? Und wir haben viele Ideen. Für mich steht aber eines, und das ist mir wichtig, euch mitzuteilen im Vordergrund, geht in den Kontakt, geht in die Kommunikation mit euren Lehrerinnen und Lehrern, primär natürlich die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer und die Tutorinnen und Tutoren. Geht mit ihnen in den Kontakt über die verschiedenen Kanäle, die euch zur Verfügung stehen. Wir haben zum Glück ja auch ein gutes, ein schulweites E-Mail-System. Mittlerweile gibt es auch den einen oder anderen Kollegen oder die Kollegin, die über Videobotschaften, über Chatrooms versuchen, mit euch in den Kontakt zu kommen. Aber seid proaktiv, geht auch von euch aus hinein in die Kommunikation, weil wir müssen in Kontakt bleiben. Wir rücken näher zusammen in diesen Zeiten, obwohl wir ja eigentlich mit Kontaktsperre belegt sind. Aber es ist uns wichtig und wir merken auch dieses Bedürfnis, in Kontakt zu bleiben. Es ist so, dass wir auch in der Schule an verschiedenen Möglichkeiten arbeiten, dass die Kolleginnen und Kollegen mit euch, liebe Schülerinnen und Schüler, auch tatsächlich ins Arbeiten kommen können. Wobei wir das ganz so verstehen, dass es nicht darum geht, jetzt großartig den Stoff, der eigentlich für dieses Schulhalbjahr zu erwarten gewesen wäre, nun zu Hause erarbeiten müssen. Aber es geht darum, drin zu bleiben, den Lernstand zu halten, zu wiederholen, zu lesen, auch kreative Aufgaben zu gestalten. Ich weiß von vielen Projekten, die auch schon in Oberramstadt laufen, musikalischen Projekten. Also all das soll euch ja helfen, diesen ungewöhnlichen Alltag auch ein bisschen, ein Stück weit zu strukturieren. Genauso wie wir als Schulleitung, wie wir als Lehrerinnen und Lehrer die Struktur brauchen, die uns zumindest an einem kleinen Punkt vielleicht die Illusion vermittelt, dass es sowas gibt wie Alltag. Was mir auch ganz besonders wichtig ist, an dieser Stelle zu betonen, ist, macht euch keine Sorgen. Keine Sorgen darüber, Gott, was wird denn von mir erwartet, wenn wir wieder in der Schule sind? Muss ich dann sozusagen den Stoff vorgearbeitet haben, der vielleicht an der einen oder anderen Stelle in den Aufgaben gestaltet wird? Ich kann euch eines versprechen, und das weiß ich, dass meine Kolleginnen und Kollegen hier an der Schule, hier an der GCLS genauso denken. Diese Situation wird nicht zu eurem Nachteil ausgelegt werden. Wir werden alles in Ruhe, sobald es wieder losgeht, das wird vermutlich nicht so bald sein, gemeinsam gestalten. Es wird nicht zu eurem Nachteil sein, also macht euch bitte darüber zumindest mal keine Sorgen. Ja, die wichtigsten Botschaften sind ausgesprochen. Geht in den Kontakt, geht in die Kommunikation, geht in den Austausch. Das ist die eine. Und bitte macht euch zumindest, was die schulischen Dinge angeht, keine Sorgen.
Ich freue mich sehr auf die Zeit, euch wieder sehen zu können an der Schule, mit euch lachen zu können, eure Sorgen teilen zu können. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund, euer Schulleiter.